Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zu Alte Schule Daily. Ihr habt ja wahrscheinlich alle den ersten Teil unseres Mercedes-Specials zum Mercedes-Engagement im Motorsport gesehen. Und natürlich fehlt da noch wahnsinnig viel. Und wir haben ja gesagt, wir teilen es in zwei Teile. Rainer hat sich damals etwas holperig verabschiedet. Er ist einfach weggelaufen. Und jetzt sitzt er aber schon wieder bereit. Rainer. Ja, das hätte nie passieren dürfen, das Weglaufen. Aber es ist nur passiert. Und was soll ich sagen? Ich kann mich nur entschuldigen, dass ich keinen ordentlichen Abgang hier veranstaltet habe. Das war ein ganz ordentlicher Abgang. Ah, gut. Okay. Also, du bist noch gesund und munter, das können wir ja beim ersten Teil hören. Und ja. Der Kaffee ist frisch eingeschenkt, können wir weitermachen. So ist es. Wir können weitermachen. Ich habe jetzt auch noch ein Dopinggetränk mitbesorgt hier, ja. Ah, du hast, Mensch, du, ich habe nichts. Sieht verdächtig aus, gell? Ist verdünnter Rotwein. Nee, Quatsch, Red Bull mit Mineralwasser. Du wirst es nie wieder, jeder glaubt an verdünnten Rotwein. Du trinkst Red Bull. Heidelbeere. Trinkst du wirklich? Ja. Lieber Mann, du, da musst du aber aufpassen, oder? Mit dem Herzen, da geht das ja, gibt es doch gleich ein Herzflattern. Du, solange mein Freund Helmut Marko bei Red Bull ist, muss ich das Getränk zulassen. Solange wird das getrunken, das finde ich. Das passt schon. Ja? Finde ich sehr gut. So. Deine Loyalität ist ja grenzenlos. Aber ich verdünne es ja, gell? Da gibt es kein Herzklabaster, gell? Aus lauter Loyalität trinke ich dauernd Hamburger Bier. Nein, nein, das ist nichts für mich. So. Also lass uns jetzt hier über den zweiten Teil reden. Wir waren stehen geblieben bei Roland Asch. Also wer es noch nicht gesehen hat, jetzt schnell den ersten Teil nachholen. Wir waren stehen geblieben bei Roland Asch und der spannenden Saison 1988, wo er Vizemeister gegen Klaus Ludwig geworden ist. Ja. Und jetzt wir hatten auch erzählt, dass der Pressechef Rolf Nieborg hieß damals, aber dieses Gastspiel hat nur 3 Jahre gedauert. Ja. 1990 kam der irgendwann in sein Büro. Oder Ende 89, ich weiß es nicht mehr genau. Und da saß dann schon der Neue. Da hatte man eben nur vergessen zu sagen, dass er nicht mehr gebraucht wird. Ach, so macht man das bei Mercedes, das ist schön, ja. Ja, jetzt gehen wir aber in den zweiten Teil, der jetzt wirklich hochprofessionell abläuft bei Mercedes. Da ist jetzt fast nichts mehr verstolpert. Und da gibt es auch immer weniger zu lachen, wie das immer so ist. Wenn es professioneller wird und perfekt, dann wird das Gelächter weniger. Mhm. Ist nun mal so. Dafür ist der Erfolg natürlich entsprechend groß gewesen und es wurde alles auch immer besser, immer perfekter und es gab so gut wie keine Geschichten mehr zum Lachen. Die ich noch habe, wo man richtig drüber feixen kann, die stammen alle aus der Zeit vor 1990 oder auch vor 89. Na, 89 gab es noch ein paar Verstolperer, weil da war man auch noch im Begriff, ganz perfekt zu werden. Und da gibt es dann bei diesen Schritten dahin immer noch mal das eine oder andere, wo man sich drüber freuen kann, weil es schief gegangen ist. Aber das war mehr neben der Rennstrecke als auf der Rennstrecke. Erzähl mal, am Ende habe ich noch so ein paar nette, fette Lacher. Ich freue mich drauf. Aber es ist ja immer so, es ist charmant, wenn was schief geht bei so Untergrundtruppen, die schlecht finanziert sind. Und im Endeffekt, wenn alles so professionell ist und etwas geht schief, dann ist es ja mehr Häme eigentlich. Ne? Ja. So, jetzt haben wir hier ein Bild mit 3 wichtigen Männern. Jawohl. Professor Dr. Werner Niefer, der Dr. Peter und der Professor Jürgen Hubert von links nach rechts. Diese 3 Herren haben zusammen mit Jochen Nerpasch, mit Peter Sauber und mit vielen anderen wichtigen Männern hinter dem Vorstandstisch gesessen, auf dem Lämmerbuckel in Stuttgart im Februar 1989 und haben das große Motorsportzeitalter von Mercedes nun offiziell ausgerufen. Nach einem, sagen wir mal, Probe- oder Testjahr 1988, schon mit Billigung aller Offiziellen, wurde es dann hochoffiziell 1989. Denn da wurden dann die großen 2 Schienen belegt und auch offiziell bestätigt, nämlich einmal Sportwagen-WM, volle Attacke mit Silberpfeilen, silberlackiert, nichts mehr AEG, nichts mehr Kuros oder Toilette, sondern jetzt Silberpfeile, um an die alte Tradition anzuknüpfen, also silberlackierte Sportwagen. Und DTM, volle Attacke, viele Teams, rund 12 Autos standen da plötzlich. Es gab die offiziellen Teams in der DTM 1990, AMG mit 4 Autos, da waren noch 2 Junioren dabei, also 2 gesetzte Ludwig Team und 2 Junioren, Kreuzpointner und
Der kleine Winkelhock fällt mir ein, ja. Ah, okay. Den haben sie aber mitten im Jahr dann an die Luft gesetzt und da kamen dann wechselnde Junioren, da kam Wendlinger rein, da kam auch Schumacher rein, der Michael. Das war der Tommy Winkelhock. Dem haben sie aber dann irgendwann erklärt, er sei ein bisschen unpünktlich und ein bisschen dies und ein bisschen das. Und dann hatten da Hans-Werner aufrecht an die Luft gesetzt, mitten im Jahr. Du, und der Kreuzpoint, ist der nachher Truck-WM gefahren ist? Ja, genau. Der war gut, der Fritz. Den Namen habe ich auch schon notiert, den muss ich auch nochmal. Also der hat ja zwei Töchter, zwei Zwillingstöchter, die auch Rennen fahren. Ja, ich habe das am Rande mitgekriegt. Wir haben auch irgendwann, glaube ich, über Facebook mal Kontakt bekommen. Ich würde ja liebend gern mal wieder mit ihm reden. Der hatte ja auch sein Aha-Erlebnis. Der musste sich ja aus dem brennenden Mercedes stürzen, mitten auf der Geraden in Hockenheim im Wald, weil die Karre plötzlich Feuer gefangen hat. Okay. Mir sind die Bilder noch sehr wohl präsent. Der hat einen guten Job gemacht, wie gesagt. Also 4 Autos Mercedes. Dann gab es, was hatten wir noch? RSM natürlich, nichts mehr RSM. Der Marco war raus, letztes Jahr 89, der ist 90 nicht mehr mitgefahren. 89 ist er noch mitgefahren. 90 waren auch die Junioren. Also 89 hatten wir 2 AMG, 2 MS Jet, 2 Marco und 2 Snobex. Werksunterstützt mit je 2 Autos, macht schon mal 8 Autos, dann kamen noch ein paar private dazu. Also insgesamt standen da 11, 12, 13 Mercedes am Start. Das war dann schon mal von der Marke her klar überlegen. Das Auto hieß Evo 1, hatte dann 2,5 Liter, musste homologiert werden, musste nochmal 500 gebaut werden, war die FIA-Bestimmung. Und der erste Sieg mit dem Evo 1, den gab es in Mainz-Finden mit dem Roland Asch, MS Jet. Da gab es auch dieses Aha-Erlebnis mit dem Klaus Nitzwitz. Haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich. Der Asch ist dem führenden Klaus Nitzwitz ins Heck gefahren. Der Sieg war dahin für den Klaus. Und der Roland hat gewonnen. Und beim Interview mit der Christa Haas hat dann der Klaus Nitzwitz gesagt, der Asch, der hat ein R zu wenig im Namen. Worauf der Roland Asch dann gesagt hat, der meint sicher Detra Scheiße. Aber der Klaus hat das etwas anders gedacht. Gell? Ja, ja. Das R gehörte beim Klaus dann gleich hinter das A. Also, ja. Gut, dann gab es natürlich viel mehr Flügel bei dem Evo 1 und es gab auch mehr Leistung. Und der erste Evo 2-Sieg, den gab es übrigens 1990 durch den Kurt Thiem. Das nur so am Rande, denn auch ein Evo 2 ist dann nochmal mit 500 weiteren Autos homologiert worden. Und dann ging auch die richtige Siegesserie mal los. Aber hallo, kann ich nur sagen. Zwar hat Audi ein bisschen dazwischen gefunkt, aber die haben das alles sehr gut gehandelt, die Mercedes-Leute. 1990 dann war eben das erwähnte Jahr mit 4 Autos, AMG, mit den 2 Junioren und mit Tim und Ludwig, SAS noch mit 2 Autos und noch jede Menge Werksunterstützte nebenher, Privatfahrer auch noch und die Auseinandersetzung mit Audi natürlich 1990 und parallel zu allem 89 und 90 Mercedes natürlich Weltmeister bei den Sportwagen. Ganz wichtige Station. Wir müssen ja immer nach links und nach rechts gucken. Einmal DTM, einmal Sportwagen-WM. Da war ja richtig was gebacken. Gell? Wir haben also hier zum Beispiel den Silberpfeil des Jahres 1989. Da ist gleich der WM-Titel abgefallen und auch der Fahrertitel. Haben beides gewonnen und haben auch beides im Folgejahr verteidigt. Während hier nochmal die DTM 89 gezeigt wird mit den 2 Marco-Autos. Die gelbe Markierung ist der Jörg van Ommen, die rote Markierung müsste der Karl Wendlinger sein. Das waren die beiden Star-Autos. Und das hier ist ein Moment 1989, wo der gesamte Mercedes-Motorsport fast schon wieder eingestellt worden wäre. Ja, so sieht's aus. Das war ein fürchterlicher Unfall zwischen Klaus Ludwig und Armin Hane. Der Klaus hatte sich gedreht, stand entgegen der Fahrtrichtung und der Armin Hane hat ihn insofern nicht sehen können, weil vor ihm jemand ausgeschert ist und er plötzlich dann vor diesem Hindernis stand. Die sind frontal ineinander gegrast. Es war ein furchtbarer Unfall. Ich mag da gar nicht mehr dran denken. Ich musste das damals kommentieren und das war für mich auch ein schrecklicher Moment.
da war für mich und auch für viele andere klar, jetzt könnte es passieren, sollte da einer wirklich zu Tode gekommen sein dabei, dass Mercedes den Hahn sofort zudreht und sich erneut aus dem Sport zurückzieht. Das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, dass man da dann diesen Sport nicht mehr als Werbung betrachten kann fürs Produkt, wenn sowas passiert. Ja. Mit viel Glück hat der Armin Hahne das allerdings mit zahlreichen Brüchen und mit einem langen Krankenhausaufenthalt überstanden. Der Klaus Ludwig hatte nur Prellungen. Man mag das gar nicht glauben. Die Sicherheitseinrichtungen und das Sicherheitspaket haben in beiden Fällen wunderbar funktioniert. Aber das war ein Schreckmoment, von dem viele geglaubt haben, auch ich, dass das schon wieder das frühe Ende von Mercedes im Motorsport sein könnte. Aber Gott sei Dank ist es anders gekommen. Gott sei Dank gab es vernünftige Menschen, auch in der Führung des Konzerns, die gesagt haben, lass uns das ganz nüchtern betrachten und abwägen und auch weitermachen. Weil der Sport ist nun mal ein Risikosport, das müsste allen bekannt gewesen sein, bevor sie die Entscheidung getroffen haben. Also gehen wir jetzt da durch und machen weiter. Ich fand die Entscheidung in Ordnung und alles andere wäre eine große Enttäuschung gewesen. Naja. Aber hätte man nachvollziehen können, hätte man verstehen können. Aber so war es ja genau das Gegenteil eigentlich, weil wenn man in so einem Auto überlebt, dann kann man ja eigentlich nur sagen, guck mal, wie sicher so ein Mercedes ist, ne? Einerseits Anti-Werbung natürlich fürs Produkt, andererseits große Werbung fürs Produkt, weil Sicherheitszelle, aber das hast du nicht auf der Straße, das hast du eben nur auf der Rennstrecke. Ja. Aber trotzdem, ich weiß, dass die Verantwortlichen bei Mercedes, die diesen Unfall gesehen haben, schon die Köpfe gewiegt haben und sich ihre Gedanken gemacht haben. Das war eine sehr ernste Phase und auch ein entscheidender Moment, geht es weiter oder geht es nicht weiter. Man hat sich fürs Weitermachen entschieden. Es war sicher nicht die schlechteste Entscheidung. Ja, klar. Also, das wollte ich nur noch mal gezeigt haben. Und hier haben wir noch einmal den Doppelsieg der Mercedes C9 in Le Mans. Das war natürlich der größte Erfolg des Jahres. Die Rückkehr nach Le Mans auf diese Art und Weise mit den Silberpfeilen und mit Le Mans und Mercedes verbindet ja sich eine sehr eigene Geschichte, auch eine sehr wechselvolle und auch eine schreckliche, wenn man an den Unfall denkt, der dann zum Rückzug von Mercedes in den 60ern geführt hat, in den 50ern geführt hat. Da hat viel Mut dazu gehört, offiziell zurückzukehren nach Le Mans und dann auch mit einem Doppelsieg abzuschließen. Manuel Reuter, Jochen Maas und Stanley Dickens war die Besetzung im Siegerauto. Was ich gut finde, ist, dass Sie für das Fotofinish noch die Mercedes-Sterne sauber geputzt haben bei den Autos. Ja. Silberfein. Da war jeder für irgendetwas zuständig. Da wurde nicht mehr dem Zufall überlassen. Ja, das stimmt. Es gab in diesem Jahr übrigens 8 Siege, einschließlich Le Mans. Und natürlich die Meisterschaft, wie schon kurz erwähnt, für Fahrer und für die Marke. Hier sehen wir auf dem Podium in Le Mans den Peter Sauber, den Manuel Reuter. Wir sehen den Stanley Dickens und Jochen Maas links neben. Jochen Maas ganz links, ja. Und dann haben wir ganz rechts den Bob Wolleck, den Hans-Joachim Stuck. Die sind Dritte geworden. Das ist die Porsche-Mannschaft. Jawohl. Ja, war ein großer Moment. Le Mans-Sieg, Jochen Nerpasch hat mit dem Peter Sauber und mit dem Max Welti gemeinsam die beiden Silberpfeile da dirigiert. Oder die drei, es waren sogar 3 Autos. Der Dritte ist Fünfter geworden. Da hat, glaube ich, Jean-Louis Schlesser drin gesessen noch. War ein wirklich toller, großer Erfolg und das Saison-Highlight schlechthin. Wir gucken uns das nächste Foto an und sehen hier dann im Jahr 1990 auf dem Nürburgring, da ist dann das kein 1000-Kilometer-Rennen mehr, wie es früher war, traditionell, sondern nur noch ein 500-Kilometer-Rennen, genau 480 Kilometer. Mhm. Da sind wir dann schon auf der neuen Schleife. Und wir sehen hier auf dem Podium die Sieger, Jean-Louis Schlesser und Mauro Baldi. Wir sehen links daneben Jochen Maas und Michael Schumacher, der, man höre und staune, A, schneller war wie der Jochen Maas, B, auch phasenweise schneller als die späteren Sieger und C, mit ein bisschen Glück sogar, hätte gewinnen können. Aber das war eine furiose Vorstellung. Ich glaube, es war der zweite oder dritte Start von ihm. Und ich kann nur sagen, ich habe das Rennen damals für Dreisat und ZDF kommentiert. Wir hatten mehrere Zuschaltungen, also nicht in voller Länge, aber immer wieder
halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen. Und das war beeindruckend, was der Kerl gemacht hat mit dem Auto. Schon im Training ging das los. Da ist er gleich mit Brundle aneinander geraten. Die haben sich bald gekloppt, die beiden. Und ich kann mich noch gut erinnern. Und wir sehen auch den Martin Brundle mit auf dem Siegerpodium. Rechts die Mannschaft Brundle und Alain Ferté. Das sind die besten Jaguar-Piloten. Die sind Dritte geworden. Und an den Offiziellen wollen wir uns auch noch kurz festbeißen. Links der Otto Flimm, lebt leider nicht mehr, ADAC-Präsident. Daneben der Professor Niefer von Mercedes. Der nächste Herr ist mir nicht bekannt. Ausnahmsweise mal könnte jemand von der Landesregierung Rheinland-Pfalz sein, bin mir aber nicht sicher. Und rechts den damaligen ADAC-Sportpräsidenten und UNS-Präsidenten. Wilhelm Lüding lebt leider auch nicht mehr. So, das Schlimme ist, dass von den drei Offiziellen, die da stehen, gar keiner mehr da ist. Leider. Wahnsinn. Professor Niefer ist 1993 leider gestorben. Der Otto Flimm, glaube vor einem Jahr. Und Wilhelm Lüding schon ein bisschen länger her. Ja, schade, schade, schade. Aber Gott sei Dank sind unsere Aktiven alle noch beieinander hier. Ja? Sind alle noch da. Das stimmt. Ja. Leider Michael Schumacher nicht mehr in ganz so guter Verfassung. Ne? Ja. Gut, dann haben wir hier mal ein nettes Bild. Die drei Junioren, Schumacher, Frenzen und Wendlinger mit ihren Wochenenderziehungsberechtigten. So habe ich das immer genannt. Jeder hatte die Aufgabe, sich um einen zu kümmern, aber meistens hat der Jochen Maas diese Aufgabe allein übernommen. Die Herren Schlesser und Baldi, die haben sich mehr damit beschäftigt, mit ihrem Auto Siege einzufahren und haben dem Jochen Maas die Arbeit mit den Junioren überlassen. Der Jochen musste natürlich die Erkenntnis machen, als alter Hautdegen, dass ihm die Jungen ständig um die Ohren gefahren sind. Aber die haben sehr viel gelernt bei ihm und ich glaube, ohne den Jochen wäre das auch bei Michael, bei Heinz Harald und bei Karl Wendlinger nicht ganz so schnell gegangen, wobei Frenzen gar nicht so oft da mitgemacht hat, weil da gab es noch ein Parallelprogramm, Formel 3000 und die meisten Einsätze hatte eigentlich der Wendlinger mit dem Michael im Wechsel mit Jochen Maas an der Seite. Jetzt gucken wir uns mal das neue Mercedes-Logo an, das sieht jetzt ein bisschen anders aus aus der Neuzeit, als das ST-Technik-Ding da. Ne? Das hat jetzt schon Stil, ne? Schöner Stern, und AMG und Motorsport, das gilt noch heute. Ja. Und galt auch natürlich die letzten Jahrzehnte. Das hat praktisch diese ST-Technik, dieses wunderschöne Teil da abgelöst. Und das hat jetzt auch einen Anstrich, das hat Stil und da kannst du was mit anfangen. Ne? So muss es aussehen, jawohl. Jo. So, dann, ja, jetzt sind wir natürlich hier schon angelangt an einer Nummer, die unglaublich ist. Und also ja. Wir sehen hier drei Herrschaften. Links ist der Videoproduzent Wolfgang Eisele aus Mannheim oder okay. Mannheim auf Hochdeutsch. In der Mitte der Moderator, der hier gerade zu Ihnen spricht. Und rechts der Mercedes-Sportangestellte Rainer Miller. Wir drei waren ein Team bei den Messen IAA, Motorshow Essen und auch 3xA Berlin. Mhm. Bei diesen Veranstaltungen sollte ab 1990, 91 sollten vor den Fahrerinterviews jeweils Intros gespielt werden und dann auch Videos vorgezeigt werden, die auf den entsprechenden Fahrer zugeschnitten sind, die produziert worden sind beim Kollegen Eisele in Mannheim. Zu diesem Zweck musste ich, weil auch der Herr Eisele den Auftrag hatte, für die Händler einmal im Monat ein Sportvideo zu produzieren, das sich beschäftigte mit der WM einerseits, mit der DTM andererseits. Es war ein Mix aus beiden Rennserien, dauerte das ganze Stück ungefähr immer so 15 Minuten. Das wurde dann im Showroom bei den Händlern vorgeführt. Und der Braun musste einmal im Monat nach Mannheim zu diesem Duo und musste da nun antreten, um die Aufsager zu machen. Okay. Uns überzuleiten von einem Rennen zum nächsten, von DTM zu Sportwagen-WM und von Diepholz nach Brünn und was weiß ich. Ja. So, und dann gab es diese Situation, wo ich den Nürburgring erklärt habe, wo die Nordschleife noch befahren wurde mit der DTM und ich also gestenreich da an diesem Moderationstisch stand und erklärt habe,
dass der Nürburgring nun also wirklich alles hat, einmal Berg, einmal Tal, und bei dem Wort Tal ist mir der ganze Tisch umgekippt und ich hinterher. Und das hat dieser Typ, Eisele, freundlicherweise zum Anlass genommen, um dann daraus ein Jahresjux-Video zu machen, was bei der Meisterehrung vorgeführt worden ist von Mercedes am Ende des Jahres. Ich habe dann nur staunend da gesessen, da sind noch mehr Pannen drin gewesen, nicht nur von mir, sondern auch noch von anderen. Aber mein Umfaller hat natürlich für große Heiterkeit gesorgt und ich war bedient für den Tag. Das sah schon gewaltig aus. Es gibt noch eine andere Geschichte dazu, die erzähle ich aber dann ganz zum Schluss, wenn noch ein paar verbale Anekdoten folgen. Okay. Aber es war ein nettes Messeteam, wie ich finde. Wir haben viel Spaß gehabt und ich muss sagen, es war eine tolle Zeit. Ich erinnere mich gern dran. Ja, auch ein gutes Vor allem Foto. Hier der Kollege Miller war ein Peitscher, der hat immer mich zur rechten Zeit aufs Podium getrieben, in Essen, in Frankfurt bei der IAA und auch in Berlin. Aber auch dann so abends, abseits der Messe, hat man immer viel Spaß. Gar keine Frage. Das glaube ich. Das hier ist bewusst mal gezeigt, eine Hospitality von Mercedes. Also die sieht heute so aus, so ähnlich sehen auch die anderen aus. Das sind meistens zwei Stockwerke. Da fällt mir nun gerade ein, dass 1989 wir die erste Hospitality für Mercedes auf dem Nürburgring errichtet haben. Ein Tragluftzelt. Wahnsinn, ich hab oder? Das deswegen genommen, um einfach diesen Schritt hin zu auch bei der Hospitality für die Gäste und für die VIPs zur Professionalität zu zeigen. Das war ein Tragluftzelt. Ein simples Ding, was mit Kompressor aufgeblasen worden ist. Und da stand ich nun drin mit meinen Fahrern und habe Interview nach dem Rennen gemacht und sehe mit einem Blick nach oben, wie sich langsam aber sicher die Decke senkt von diesem Tragluftzelt. Da hat also irgendeiner der Nürnberger Rennbesucher, die ja zum Teil auch dem Alkohol gerne zusprechen dort, weil das gehört halt dazu in Nürnberg. Nur in Nürnberg. Ja, aber in Nürnberg ganz speziell. Der Nürnberger trinkt gern sein Bier und macht dann auch gerne ein bisschen der Blödsinn hinterher. Da haben also irgendwelche Freunde uns da ein Loch reingeschnitten. So, hinten. Ja, ich sehe das Ding langsam runtersinken und sage nur noch, liebe Gäste, ich würde Sie jetzt bitten, doch geordnet, aber zügig die Location zu verlassen, denn ich habe den Eindruck, in Bälde steht sie nicht mehr, sondern liegt am Boden. Daraufhin sind die Gäste alle, muss ich sagen, sehr geordnet gegangen. Das Schlimmste aber war, dass ich mit meinen Fahrern zuallererst rausgelaufen bin. Das kam mir hinterher vor wie der Kapitän, der sein sinkendes Schiff zuerst verlässt. Ja. Also nach meiner Ansage habe ich Team Ludwig und Co. eingesammelt und habe gesagt, raus, weg. Da sind wir durch den Seitenausgang sind wir entschwunden und die Gäste krabbelten dann, die letzten kamen dann gerade noch so unten durch, bevor sich das Ding gesenkt hat. Das war so mega gut. Das gibt's ja nicht. Das waren eben diese Anfangszeiten. Ne? Keiner hat sich Gedanken gemacht darüber, dass so ein Tragluftzelt unter Umständen ein Risiko ist. Hm. Das war halt so. Ja? Das ist keine, ja. Und da war also auch, wie gesagt, diese Hospitality-Nummer, die sich dann auch gemausert hat zu einer hochprofessionellen Angelegenheit heutzutage, sogar so groß und so mächtig ist, dass die Fans sich zum Teil schon dran gestoßen haben und gesagt haben, also das ist viel des Guten. Ne? Mhm. Das ist ja schon mehr Hospitality als Sport inzwischen, ja. So ungefähr. Ist ja in Le Mans auch so, ne? Ja. Was die da aufbauen. Gut, nächster Fall. Ja, jetzt sind wir schon hier angelangt. Das ist jetzt der Moment, wo ich es dann mit dem Norbert Haug zu tun hatte. Nach Jochen Nerpasch, nach Dieter Glemser, der dem Jochen Nerpasch immer gern zur Hand gegangen ist und der damit an Ort und Stelle war, nach Dr. Hiret und nach Werner Niefer und Jürgen Hubert, war dann hauptsächlich hier mein Gesprächspartner, der Norbert Haug, mit dem ich dann oft im Interview da gestanden habe und wir oft gemeinsam das Rennen haben Revue passieren lassen und dergleichen mehr. Und das ist auch praktisch der Beginn einer neuen Ära. Der Norbert hat da einen ganz anderen Stil gepflegt und war erfolgreich mit seinem Team, mit der DTM, mit den Gruppe C-Autos, bis man eben Gruppe C gecancelt hat. Und ich möchte auch praktisch hier im Jahr 1991 mit dem Antritt vom Norbert oder Ende 90, 91 möchte ich enden. Weil danach gibt es eigentlich außer Perfektionismus nichts mehr zu erzählen. Mhm. Jeder weiß, was danach gekommen ist. Erfolg ohne Ende.
Mercedes ist in der DTM, man glaubt das nicht nach diesen Anfängen. Wenn ich mir nochmal das 85er Bild vorstelle mit dem Galina, der erste Mercedes, ja, die ersten Siege dann, die gekommen sind, dass Mercedes in allen DTM-Bestenlisten mit Abstand die Spitze hält, die erfolgreichste Marke aller Zeiten in diesem Championat. 195 Siege allein für Mercedes gegenüber Audi auf Platz 2, 129. Bei den Pole Positions sind es 144 gegenüber Audi 125. Und da ist jetzt schon die neue mitgerechnet. Gell? Ja. Mercedes ist ja vor 2, 3 Jahren ausgestiegen. Und deswegen haben wir den aktuellen Stand der Dinge. Jetzt praktisch zum Saisonende 2020. Da zählt mit die alte DTM, die neue DTM. Wir haben schnellste Runden für Mercedes 171. Da ist BMW Zweiter vor Audi. Und wir haben Titel 13 für Mercedes, 2 für Audi. Und für BMW haben wir auch ein paar. Aber die 13 Titel sind natürlich weit vorne. Wahnsinn, ja? Unglaublich. Tja. So sieht's aus. Audi hat übrigens Titel insgesamt 11. Ja, 11 Titel, Audi. Inklusive neuer DTM. Mhm. BMW kommt auf 1, 2, 3, ich glaube 6 oder 7. Okay. So, also, das nur zum Thema Mercedes. Offizieller Ausstieg übrigens Ende 2018, fällt mir gerade ein. Dann sind sie raus. Das war eigentlich, der Ausstieg war eigentlich dann auch wirklich das beginnende Ende. Den Aston Martin konnte auch nicht mehr viel bewegen. Ja. Und und jetzt haben wir diese ganze Meisterschaft sowieso in ihrer bisherigen Form nicht mehr existent. Jetzt kommt GT3 als DTM. Mhm. Müsste eigentlich GTM heißen. Vielleicht sagen wir in 30 Jahren auch, Mensch, Gerhard Berger hat die DTM zum dritten Mal gerettet. Wer weiß. Ja. Schön wäre es. Ne? Ja. Ja, also wie zum dritten Mal. Der Gerhard hat ihn noch keine dreimal gerettet. Der Norbert hat sie zweimal gerettet. Norbert hat sie zweimal gerettet und vielleicht hat er sie dann zum dritten Mal insgesamt gerettet. Bis dahin, ja. Bis wir dann 100 sind oder so. Ne? Wer weiß, vielleicht, ja. Vielleicht sagen wir es irgendwann mal. So, und jetzt ist mir noch ganz wichtig, dass ich eine kleine Würdigung in Erinnerung an den Jürgen Hubert anbringe. Die ist mir sehr wichtig, weil ich diesen Mann über alles geschätzt habe, ob seines Auftritts, seiner Würde, die er ausgestrahlt hat, seiner Fairness und auch seiner Unkompliziertheit. Das Zusammenarbeiten mit diesem Mann im Sport war einfach nur reine Freude. Ich will nicht sagen, dass es mit den anderen nicht auch gut war, aber das war was Besonderes, mit ihm zu arbeiten. Und deswegen war ich, wie viele andere, schockiert, als er im Januar gestorben ist mit etwas mehr als 80 Jahren, 81 Jahren. Er hat Mercedes eigentlich ein Gesicht im Sport gegeben. Und zwar ein freundliches Gesicht, ein sympathisches Gesicht. Das war vielleicht nicht immer so. Aber mit Jürgen Hubert in der Außenpräsenz hat Mercedes unglaublich viel an Image und an Zustimmung und an Zuspruch gewonnen. Und deswegen habe ich noch ein paar Bilder zusammengestellt, die ich bekommen habe von unserem Freund Wolfgang Wilhelm, wie vieles andere hier übrigens auch, was wir gesehen haben, stammen fast alle von Wolfgang Wilhelm, der viele Jahre mit Mercedes um die Welt gereist ist und es noch immer tut und mir freundlicherweise diese Bilder zur Verfügung gestellt hat. Wir haben Jürgen Hubert hier an einem der früheren Silberpfeile. Auch das ein ganz typisches Bild. Er war einfach Mr. Mercedes. So muss man ihn bezeichnen. Und er hat auch Mercedes mit Nachdruck in die Formel 1 gebracht, zusammen mit Norbert Haug. Ohne Jürgen Hubert hätte es kein Mercedes-Formel 1-Engagement gegeben, da bin ich ziemlich sicher. Was heute von Toto Wolff perfekt verwaltet wird und gesteuert und gelenkt wird, ist die Basisarbeit von Professor Jürgen Hubert. Das sollten wir nie vergessen. Und er hat kaum ein Rennen ausgelassen. Er war immer persönlich an der Rennstrecke, ob DTM, ob Formel 1. Es war der größte Fan seiner Marke, seiner Fahrer, seiner Teams. Auch das ist ein typisches Bild von Professor Hubert. Mal ernst, wie hier, auch mal freundlich, aber immer seriös, klar in der Aussage, klar in der Ansage. Einfach ein
feiner Mensch, ein Gentleman, wie man ihn im Sport gerne gesehen hat und sehr vermisst. Ich habe jetzt noch zwei Bilder in Farbe extra dazu genommen. Das ist einmal beim Grand Prix Monaco 2002, die Freude nach einem Sieg von David Coulthard im McLaren Mercedes. Rechts ist Teamchef Ron Dennis, links Professor Hubert, beide natürlich strahlend ob des Erfolgs. Das ist der strahlende und der hocherfreute Professor Hubert. Das ist der besorgte Professor Hubert. Nenne mir bitte einen Vorstand, der sich bei einem DTM-Rennen zwischen Lauf 1 und 2 in die Box begibt, sich hinkniet zu seinem Fahrer und sich erkundigt, wie es ihm denn so geht. Das war nämlich ein ganz besonderer Fall. Das ist der Jan Magnussen. Der ist zuvor am Nürburgring, hatte der einen Rollerunfall, hat sich das Bein gebrochen, wurde in Rekordzeit von dem Fitnessguru und Physiotherapeut Toni Mattis, der sich hier gerade runterbeugt zu dem Fuß, wiederhergestellt. Der Junge ist in Estoril angetreten, nach diesem Bruch, erstes Rennen und gewinnt. Gibt's nicht. Jetzt wird er hier verarztet nach dem ersten Lauf und der Professor Hubert kniet sich neben ihm, im Hintergrund ist übrigens noch AMG-Manager Domingos Piedad, kniet sich neben den Jan Magnussen und ist besorgt, fragt, wie geht's dir, Junge, ist alles okay, schaffst du den zweiten Lauf noch? Das muss man sich mal vorstellen. Der Mann ist Chef von Mercedes-Benz. Ja, und der kniet sich dahin wie ein Betreuer oder wie ein Teamchef, Mechaniker oder was auch immer und begibt sich mit dem Fahrer auf gleiche Höhe. Das sagt uns doch was. Das sagt uns doch, dass dieser Mann so bodenständig ist und trotzdem nie an Ausstrahlung und Würde verloren hat, also auch nie ein Kumpeltyp war und trotzdem jeder ihn mochte. Er hatte schon seine eigene Aura und seine Würde. Und da hast du schon Respekt gehabt. Und trotzdem konntest du mit ihm über alles reden. Ich erinnere mich noch an einen Fall 92. Da hatten wir verabredet in der Mercedes-VIP-Hospital. Der Klaus Ludwig war schon vorzeitig Meister. Es war klar, dass wir ein Saisonresümee gemeinsam machen. War mit ihm, mit Professor Hubert verabredet. Was passiert? Bei diesem Finale in Hockenheim fallen fast alle Mercedes aus. Motorschaden. Einer nach dem anderen. Es war kaum noch einer übrig. Der Professor Hubert war stocksauer, kommt auf mich zu und sagt, das fällt aus, wir reden nicht miteinander. Dann habe ich ihn wirklich bekniet, so wie wir miteinander reden. Ich sage, Professor, das können Sie nicht machen. Die Fahrer freuen sich doch jetzt auf ihren Auftritt, die Gäste auch. Die können doch nichts dazu, dass die Motoren auseinandergeflogen sind. Lassen Sie uns doch reden. Wir haben es angekündigt, es wäre nicht gut, wenn ich mich da hinstellen muss und sage, also der Vorstand musste früher nach Hause und das kommt nicht gut. Ich meine, wir sollten reden. Und er hat tatsächlich mitgemacht. Wir haben geredet. Ich musste ihn überreden, dass wir reden können. Ja. Aber da hat er dann gesagt, jawohl, Sie haben recht eigentlich, das machen wir doch. Ich muss mir was einfallen lassen, wie wir diese Niederlage jetzt hier verpacken. Das ist gut, oder? Also der Mann hat mich unglaublich beeindruckt, er hat mir imponiert in allem, was er gesagt, getan, gemacht hat. Und deswegen habe ich ihn auch jetzt noch mal extra hier ans Ende gesetzt. Und dieses Bild, das ist so ganz typisch. Hier ist es der kritische Vorstand, Professor Hubert, der in Singen an der Leitplanke an der Box lehnt und sich das Treiben da betrachtet mit kritischem Blick, aber mit klarem Blick. Wenn ich das einschätzen sollte, würde ich sagen, der überlegt sich jetzt, was er nachher dem Herrn Aufrecht erzählt. Das war eine Gabe auch, die er hatte. Er konnte unglaublich gut beobachten, speichern und dann die Gespräche führen, die notwendigerweise zu führen waren. Ich habe diesen Mann sehr, sehr verehrt und gemocht und mich hat es, wie viele andere, wie gesagt, sehr getroffen. Ich habe dann mal mit Hans Hermann noch telefoniert. Das ist ja ein Hausnachbar vom Hans Hermann in Sindelfingen. Ne? Ja, okay. Und der Hans war auch total schockiert. Das ist, war furchtbar. Die sind viele Jahre befreundet gewesen. Und tja. Er war sehr krank, das muss man sagen. Und er hat bis zum Schluss das Leben noch so gelebt, wie man es leben sollte. Schade, dass er immer da ist, aber dafür ist unser Wolfgang Wilhelm noch da. Das ist nämlich jetzt das Bild, was ich gerne zeigen möchte zum Schluss.
Das ist der Mann, der uns die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Der noch heute für Mercedes unterwegs ist bei der Formel 1. Okay. Mit Leidenschaft, mit Herzblut. Das ist ein Typ, das ist ein Typ wie Rainer Schlegelmilch, wie Ferdi Krehling. Die haben für diesen Sport gelebt, jahrzehntelang. Der Wolfgang macht das für Mercedes schon mindestens 20 Jahre so ungefähr. Ja. Ich glaube, der Norbert Hauck hat den geholt. Und der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber der fährt noch zu allen Formel-1-Rennen, zu den Tests. Und fotografiert, was das Zeug hält, ist immer bewaffnet mit allem, was es an Ausrüstung und Equipment gibt. Und ja, macht Wahnsinnsbilder. Ja. Wenn Sie mal bei Instagram gucken, wenn du mal bei Instagram guckst, was der da alles so einstellt, aus seinem wunderbaren Archiv, das ist hinreißend. Ja, dem folge ich gesagt, Wolfgang, ich würde gern was machen zu Mercedes, zu den Anfängen, zu Professor Huber, zur Gruppe C, Sportwagen, DTM. Was hast du? Dann hat er mir ein Riesensortiment geschickt. Da habe ich das eine oder andere ausgesucht, was wir hier brauchen können. Und jetzt sage ich einfach auf diesem Wege mal, weil er auch nichts dafür verlangt hat. Er hat gesagt, ich habe gesagt, was kriegst du? Und dann hat er gesagt, na, Cappuccino und Besuch bei mir und fertig aus. Jetzt sage ich danke, Wolfgang, dass du uns die schönen Bilder gezeigt hast und gegeben hast zum Nulltarif, dass wir sie hier veröffentlichen können. Und wir haben dich hiermit auch gewürdigt in deiner... Da schließe ich mich gerne an. Also ich weiß, was Fotos wert sind und das ist... freut mich immer riesig, dass wir so viele Fotos zur Verfügung gestellt bekommen. Aber das, ohne dich wird das auch nicht funktionieren. Das geht auch nicht. Ja, ich bereite das ja alles auf. Seit Jahrzehnten kennst, ne? Das muss ja gesichtet werden und natürlich kennen wir uns auch. Das ist mit dem Ferdi dasselbe. Der gibt mir auch das, was ich brauche für die Podcasts. Und da bin ich also dankbar und froh darüber, denn wenn ich das alles bezahlen müsste oder du es bezahlen müsstest, dann hätten wir keine Freude mehr, kann ich sagen. Das stimmt. Gut. So, jetzt haben wir zum Schluss aber noch etwas, was ganz wichtig ist und was unbedingt erzählt werden muss. Und zwar muss ich jetzt mal gucken, wo ich diese Notiz habe. Ach ja. Hier ist er. Ja, das habe ich mir nämlich extra hier notiert. Da wollen wir natürlich, ach siehst du, die Hierarchie, die habe ich auch vergessen. Die hätte ich ja auch gerne vorgezeigt. Lass mich mal hier gucken schnell. Ah ja, hier, so. Also, erst einmal wollte ich noch im Nachtrag sagen, dass es also wir hatten ja den Lämmerbuckel 89, gell? Ja. Mit der großen Konferenz, und da wurde auch eine Hierarchie vorgestellt, die Strategiekommission für den Motorsport. Ja, okay. Da standen ganz oben für Daimler-Benz AG der Dr. Hörnig, hier ist übrigens die Hierarchie, kann man so sehen, ja. Stand der Dr. Hörnig für Daimler-Benz AG und der Professor Hubert für die Mercedes-Benz AG. Mhm. Darunter der Dr. Peter als Vorstand Entwicklung, Pkw. Der Dr. Peter wiederum war weisungsberechtigt für den Jochen Nerpasch als Sport- und Rennleiter, für den Rüdiger Herzog, für den Gerhard Leppler, für den Bernd Rammler und weitere Motoren und Fahrwerk. Und außerdem für den Bernd Harling weisungsberechtigt in Sachen Kommunikation und Presse. Mhm. So, und das war es eigentlich. Das ist also die Hierarchie. Ich zeige sie nochmal hier kurz. Ne? So sieht's aus. Ne? Ja, was aber unbedingt noch erzählt werden muss, ist Folgendes. Gezerre um Zuständigkeiten zwischen Mercedes-Benz AG und zwischen Daimler-Benz AG. Das Ganze, die Beteiligten, Dr. Hörnig, Daimler gegen Professor Hubert, Mercedes, Dr. Hiret, Daimler gegen Dr. Peter Mercedes. Ja. Jeder war der Wichtigste, jeder wollte der Wichtigste sein, jeder zerrte irgendwo an irgendeinem Budget. Es war wunderbar. Kreger Motorshow in München, 1989. Ich werde es nie vergessen, ich sollte dort Interviews machen. Für den ersten Tag, das war in den Olympiahallen übrigens, in den leeren, und auf einem Gang stand Mercedes mit einem kleinen Stand, keine Zuspieler, kein gar nichts, nur ein Mikro, der Braun und seine Gäste. Der Erste, der um 10 Uhr antreten sollte, war Alain Coudini. Am ersten Tag, es war ein Samstag, 1989. Coudini kam, der Dolmetscher gleich mit, und ich habe gleich von Anfang an gesagt, da wo wir da platziert sind, ist das ganz schlecht, das ist Durchzug, da bleiben keine Leute stehen, das wird eine Katastrophe. Was soll ich euch sagen?
was soll ich dir sagen? Ich hatte wie viele Zuschauer? Was schätzt du bei dieser ersten Vorstellung? Entweder extrem wenige oder extrem viele, aber ich sage mal jetzt mal ganz wenige, 12. Ja, danke. Einen. Ein Zuschauer. Einer hat verweilt und ist gegangen nach 10 Minuten. Weißt du, wie peinlich das ist, wenn du mit einem Alakudini da stehst, mit einem Dolmetscher, das ohnehin, ja, weil ich ja kein Französisch gesprochen habe, der kein Deutsch, ne? Deswegen haben wir ja noch einen Dolmetscher angefordert. Ja, klar. Ich glaube sogar, der Gerhard Herle war das, wenn mich nicht alles täuscht. Wie auch immer, es war hochnotpeinlich. Für mich, für den Kudini, ein Zuschauer, der weggeht und da kommt keiner mehr. Stell dir das bitte mal vor. Ja, Wahnsinn, ich glaube nur, Jane, dass das viel besser geworden wäre danach. Da kamen dann mal 20, 30, aber das ist ja nichts. Ich bin ja gewohnt, dass da die Bude voll ist. Ja. Also ich habe gelitten, wie ein Hund. Und das Ganze hat ja eine Woche gedauert. Das musst du dir mal vorstellen. Schrecklich. Ja. Soll ich dann nur sagen. So, dann, aber der eine wird sich ärgern. Der schaut jetzt hier immer rein und hofft, dass du... Ja, dann gibt es natürlich eine ganz heiße Nummer. Das muss ich erzählen. IAA Frankfurt 1991. Mhm. Der besagte Herr Eisele mit dem Herrn Miller war beauftragt, ein Intro zu machen, das gespielt wird, wenn der Braun auf die Bühne kommt und seine Fahrer aufruft zum Interview. Mhm. Dieses Intro hat der Herr Eisele mit viel Liebe in seinem Studio zusammengestellt, wohl wissend, dass der Norbert Haug, der damals im zweiten Jahr in Amt und Würden war, aber schon sehr streng sein Amt dort geführt hat, wohl wissend, dass der Norbert Haug A, das Ding abnimmt und B, den Stuttgarter Schlagersänger oder Musiker oder wie immer man das nennen will, Wolle Krimanik sehr gut fand. Wolle Krimanik. Habe ich nie gehört. Ja, ich auch nicht. Aber seitdem das war, kenne ich den auch. Also nicht persönlich, aber immerhin den Namen. Also hat er einen Titel von Wolle Krimanik als Hintergrund genommen, praktisch für das Intro, und hat darauf entsprechende Rennszenen gelegt. Das Schlimme war nur, dass der Wolle Krimanik gesungen hat, IV Daimler, Strauß kehrt mir. Also das heißt auf gut Deutsch, ich fahre Mercedes, die Straße gehört mir. Ja. Mercedes war da gerade auch in einer Zeit dabei, Sympathie draußen bei den Nutzern auf der Autobahn und sonst wo zu erwerben, indem man sich anständig benimmt, weil Mercedes hatte damals den Ruf, wenn der Daimler kommt, mit Lichthupe fliegt er alles weg und überrollt alles so ungefähr. So, und jetzt waren sie also gerade mit vielen Imagekampagnen dabei, das in Ordnung zu bringen. Dann singt der Wolle Krimanik, IV Daimler, Strauß kehrt mir, und während er das singt, diesen Refrain, hat der Eisele jeweils eine Rennszene eingespielt, unter den Titel gelegt, wo gerade ein Mercedes einen Wettbewerber rammt. Ja, schön, ja. In der DTM. Hat also die Fetzen flogen, also bevorzugt Mainz finden und singen. Das waren die Rennen, wo es ordentlich gerumpelt hat. Diepholz gern auch. Das alles und Avus natürlich, nicht zu vergessen. Ja, das wurde alles immer wieder drunter gelegt. Der Titel dauerte, sag ich, 1,5 Minuten oder 2 Minuten. Und du hattest ungefähr 10 Rennszenen und 10-mal hat es bumm gemacht. So, jetzt wurde dem Norbert Haug dann einen Tag vor Beginn zur Abnahme vorgelegt. Wir standen alle stolz da. Es hat sich auch keiner was dabei gedacht, um ehrlich zu sein. Okay. Kommt der Norbert und sagt, Vorspiel, Eisele, anwerfen. Der wirft an, Norbert sieht das, wird immer bleicher. Dem ist sämtliches Blut aus dem Gesicht geronnen, nach unten. Der stand da wie ein Betttuch am Ende. Und dann schrie er uns zusammen, das kannst du dir nicht vorstellen. Egal, ob da ich oder jemand anders schuld dran war, alle waren wir dran. Eisele, Miller, Braun. Ja? Wobei ich ja nur gar nichts dazu konnte. Ja, ja. Er hat uns zur Sau gemacht. Das ist unvorstellbar. Eisele, sofort aufhören, raus mit dem Zeug, alles neu. Und es war unglaublich. Alles über Nacht musste neu gemacht werden. Der Titel musste weg, die Intros da, also diese ganzen Rennszenen raus und also einen freundlichen Titel und überhaupt. Das war die Hölle. Haben Sie eingesehen, warum der Eisele? Hat er es verstanden? Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Es war ein Eklat hoch 10. Ja, kann mir vorstellen. Werde ich nie vergessen. Dann habe ich aber hier noch was Nettes aus Diepholz. Das muss natürlich auch erzählt werden. Es gab ein Mercedes Media Mobil. Mhm.
Es wurde von der Agentur Ahlers Stuttgart betrieben, vom Herrn Ahlers, der meistens Videowände aufgestellt hat, und von Frau Ahlers, eine sehr nette Dame, die hat also geguckt, dass da alles klappt in diesem Mediamobil, und hat auch da mal einen neuen Teppich verlegen lassen, damit das mal alles ordentlich aussieht, und ist also stolz mit diesem neuen Teppich im Mediamobil Diepholz angerückt mit dem Fahrer. Der war, glaube ich, der hieß Uwe Müller oder so ähnlich. Jedenfalls, das Auto stand da und dann rückte Norbert Haug ein. Das war ja dann seine Kommandozentrale. Da hat er ja die Journalisten empfangen, gelobt oder auch getadelt, je nachdem. Die mussten dann alle einzeln da in das Chefkapuff da hinten rein, und dann gab es entweder Zucker oder Peitsche. Mit dem Hammer was, ne? Je nachdem. Jo, und der Norbert lässt die Frau Ahlers kommen und sagt, dieser Bus stinkt. Das ist der neue Teppich. Frau Ahlers sagt, nein, Herr Haug, es ist ganz sicher nicht der neue Teppich. Der kann gar nicht stinken. Doch, das ist der Teppich, der stinkt. Der Teppich muss raus. Also es ging hin und her. Der Teppich war also der Übeltäter und es stank in der Tat in den Bus. Und jeder, der reinkam, sagt, hier stinkt es aber furchtbar. Okay. Bis einer reinkam, der gesagt hat, hör mal, hier drin stinkt es wie da draußen auf der Rennstrecke. Und da ist natürlich allen klar geworden, dass da irgendwas mit dem Teppich nichts zu tun haben kann, dass das woanders herkommt. Und was war? Der Bauer hat das angrenzende abgemähte Stoppelfeld gedüngt. mit Gülle. Okay. Ja, er ist mit dem Güllewagen da drüber gezogen, einen Tag, bevor wir in Diepholz eingerückt sind. Der Gestank hielt sich aber noch am Folgetag und ist natürlich in den Bus gezogen, durch die Lüftung und was weiß ich. Ja. Und der Norbert Haug hat felsenfest behauptet, es ist der Teppich. Frau Ahlers hat mit der gleichen Energie behauptet, es ist nicht der Teppich. Und er wird nicht mehr rausgerissen. Gott sei Dank hat derjenige, der gesagt hat, es stinkt hier genauso wie draußen, den Fall gelöst und der Teppich dürfte drin bleiben. Das ist ja. Ja, sowas hat es alles bei Mercedes gegeben. Ja? Und noch eine Geschichte, ist sehr nett, bei der Motorshow Essen hatten wir 1989, das war mein erstes Jahr, das ich für Mercedes absolviert habe, bei der Motorshow, einen Standplatz in Halle 12. Das ist wohl die äußerste Halle in Richtung Ost oder auch die erste, wenn du im Eingang Ost reinkommst. Das war ein Standplatz hinten an der Wand, also praktisch an der Stirnfläche, aber trotzdem irgendwie nicht so, dass man unbedingt jetzt einen Wahnsinnspublikumzulauf hätte. Aber es war gut. Es waren Leute da, es hat Spaß gemacht, war alles wunderschön. Nur, ich habe von vornherein gesagt, wir brauchen Zuspieler. Ohne Zuspieler geht das nicht. Aber dafür war kein Etat da, komischerweise. Das war noch die Zeit, wo Rolf Nieborg Sportpressechef war. Und er hat das also versucht durchzusetzen, ging aber nicht. Also wir mussten ohne Zuspieler die Fahrer ankündigen. Und keiner hatte überhaupt eine Ahnung, über was wir hier reden. Weil sonst hatte ich ja die Fahrer da und habe einen Zuspieler abgerufen, zeigen, die Szene, ne? Oder die Szene, dann konnte der was dazu sagen. Der hatte das so, wie wir hier Bilder haben. Ne? So hatte ich da Filmchen kleine. Ja. 15 Sekunden Stückchen. Haben wir uns vorher ausgesucht und wir wussten genau, wer kommt. Und Eisler hat das alles vorbereitet. Nur damals gab es das noch nicht. Also musste ich ohne Zuspieler, ohne Intro, ohne alles 89 da antreten. Ja, ich kam mir so gotterbärmlich alleine vor. Das glaubt ihr gar nicht. Du musst dir alles alleine regeln und du musst was erklären, was du nicht zeigen kannst. Es ist so schwierig. Ja. Und wenn du dann auch noch einen Fahrer hast, der, ja, der beim Erklären vielleicht nicht ganz so talentiert ist, dann ist das nicht einfach. Ja? Ja. Nicht jeder ist ja so eloquent wie ein Ludwig oder wie ein Roland Asch, bei dem ja allein schon das Schwäbisch ausreicht, um Spaß zu haben. Ja. Du kannst halt Anekdoten erzählen. Das ist das Einzige. Aber es fehlen einfach die Videoclips, die dann immer Standard waren in der Folge ab 90 und ab 90, 91, 92, immer Videoclips, egal wo wir waren. Und das wollen die Leute sehen. Klar. Sonst, das glaubt uns ja auch kein Mensch, was wir da zu erzählen haben, wenn wir das nicht belegen können. Aber lustig, jedenfalls, dass Mercedes ein Problem war, ne? War das die Zeit, wo man vergessen hatte, bei Mercedes in die Verträge zu schreiben, der DTM-Leute und der Gruppe C-Leute, dass Autogrammsitzungen, Autogrammstunden und Messetage natürlich inklusive sind, ja? Dass die abzuleisten sind. In der Regel hast du 10 oder 15 Tage automatisch in dem Vertrag drin heutzutage. Ja. Und das stand überhaupt gar nicht drin. Jetzt wollten die natürlich Geld haben. Und zwar, wie macht man das jetzt am besten? Also ist der Kollege Nieborg mit einer Ledertasche angerückt, da waren dann immer 40.000, 50.000 Mark drin. und hat die ausgezahlt. Ja, weil die wollten ja damals schon richtig Kohle haben. Ne? Ja, klar, klar. Also nicht täglich, aber am Ende der
Sitzung von einer Woche. Also wenn ein Schlesser zwei-, dreimal da war, und dann hat er nach dem dritten Mal sein Geld gekriegt. Ne? Und die wussten, dass sie hoch pokern. Der musste immer die Tasche mit Geld dabei haben. Der musste sich jetzt immer bar an der Kasse abholen. Ob das heute auch noch geht? Ich glaube nicht. Ja, und das waren eben so die Anfänge. Ne? Hm. Tja. Ja, vielen, vielen Dank für den tollen Überblick. Schade, dass die Zeit vorbei ist. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal wieder. Ja, und ich muss noch Danke sagen, ganz zum Schluss an den Bernd Rammler, mit dem ich ja öfter mal telefoniert und ihn genervt habe. Ich hatte immer wieder Fragen, wo mir nicht ganz klar war, wie war das und wie war jenes. Er war mir eine große Hilfe, eine große Stütze, und das alles hätte ich nicht so hingebracht ohne seine Hilfe. Lieber Bernd Rammler, danke für all die Infos, die ich noch bekommen habe. Schließe ich mich gerne an. Ein super Typ. Ich habe auch ganz tolles Feedback, und die zwei Podcasts, also da kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen, die noch zu hören. Also, jetzt machen wir Schluss über eine Mammutnummer. Ja, wieder wirklich. Mal. Einer, vielen Dank. Und bis die Tage, ne? Und das nächste Mal frisch geimpft für alle, die da zweifeln. Wir werden gesund und munter, werden wir wieder zusammensitzen. Und I hope so. Reden. Alles Gute. Danke. Ciao. Ende. Tschüss. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.